Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Und zwar machen wir hier Let's Play Fallout 4 Together auf Pelzig, aber auch auf Hochdeutsch. Und zwar spiele ich halt nicht alle. Ich habe hier die Raichu neben mir. Hi. Ja, wie ihr schon gehört habt, äußerst begeistert. Und Ja. wir spielen noch im Abwechslungsprinzip Fallout 4. Das heißt, wer stirbt? Deathmatch. Mortal Kombat, so nach dem Motto, genau. Das heißt, wer verreckt, der gibt Drücker ab und dann muss der nächste weiterspielen. Jo, und dann würde ich doch sagen, wir haben Bock drauf, wir wollen jetzt unbedingt hier Nuka Cola. Yay. Wollen hier unbedingt Nuka Cola kaputt machen und fangen direkt mit dem neuen Spielstand an. Aber hallo, mein alter Spielstand war dermaßen verfahren und in die Grube gekippt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, Tom, mach mal Inselbegabung. Inselbegabung, richtig. Wir sagen hier nicht in die Grube gefahren, wir sagen hier was ganz Besonderes. Und der Charakter, ja, der war tatsächlich was ganz Besonderes. Aber da ich sowas eher nicht weiterspielen wollte, habe ich mir gedacht, gut, machen wir neue Charakter, neues Let's Play, neuer Charakter und naja, neues Glück. Schauen wir mal, wie wir denn Bursche dann skille werden. Ich bin Wenn immer noch auf Lack. immer noch auf Lack. Ja, und dann Inselbegabung reinhauen. Ja, dann machen wir nochmal was ganz Besonderes, aber das mal gewollt was ganz Besonderes. Bloody Murder und ja. Okay. Ja, wunderbar. Ja, da sind wir da schon. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gegner explodieren, ist doch schön. Das ist geil. Fallout 4. Ja, wie ihr auch sehen könnt, ohne Facecam. Gott sei Dank. Aber das besprechen wir nach Krieg. dem Intro. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Ja, herzlichen Dank für die weise Worte. Krieg bleibt immer gleich, ja. Krieg Und bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Gut, ja, wie ich schon gesagt habe, wir verzichten auf Facecam während dem Spieler, weil die Welt bei Fallout ja eigentlich durch die Bilder eigentlich alle schon wirkt. Und ich wollte das Ganze nicht ruinieren, indem mein Mollekopf aber in der Ecke ist. Ich Character Design machen. Du darfst gerne Character Design machen, ja, nur zu, nur zu. Da kann ich noch ein bisschen was dazu labern, absolut kein Thema. Ja, und wir können gern dann ans Abschluss. Fängst du gerade mit den Nasenlöchern Ja. an?
okay, etwas ungewöhnlich, aber warum nicht? Womit würdest du anfangen? Haare. Haare? Okay, ja. Dann fangen wir noch mit den Haaren an. Ja, zum Schluss als Resümee würde ich sagen, können wir dann auch gerne die Facecam nochmal einblenden, damit wir da nochmal erzählen können. Aber vorerst soll die Welt so wirken, wie sie ist. Und deswegen gibt es erst zum Schluss die Facecam. Ach du, yeah! Finde ich gut, ja. So ein höchst erotischer Geierkopf. Vor allem die Bezeichnung ist ja auch Mathelehrer. Wobei Physik auch, du Scheiße, der klassische. Der Wohnwagen-Hit. Der klassische Homer Simpson. Wollen wir uns einen Homer Simpson erstellen? Wir können uns gerne einen Homer Simpson erstellen, ja. Oh Gott, nein. Überkämpf-Frisur wäre das dann, oder? Überkämpf-Frisur wäre der Homer Simpson. Ich hätte eher das gesagt. Ja? Nee, die Überkämpf-Frisur ist schon der Homer Simpson, klassisch. Das ist ja so. Ich will aber erstmal noch gucken, was es sonst noch gibt, vielleicht. Oh. Auf jeden Fall will ich keinen Schönling haben. Kein Schönling? Nee, nicht so ein Elvis. Haarknoten, hat er einen Zöpfel? Ach Gott, nee, nicht so ein Hipster, vergiss es. Gammler. Ich bin dafür. Ach du Scheiße, so ein Sergeant Guy aus Street Fighter. Oh Gott. Vollzeitjob, was ist denn das mit der Bezeichnung für Frisur? Professor, naja. Der Bahnbrecher. Also die hatten echt viel Spaß beim Bezeichnen der... Also ich bin immer noch für Mathelehrer. Klassiker. Ja, geht auch locker als der Physiklehrer durch oder der Informatiker. Nee. Wah, Alter. Mal nochmal einer höher. Ich hatte Widerling. Na gut, das erinnert mich an den Zocker aus der Make Love Not Warcrafts Folge von South Park. Ja, so ein bisschen. Soll man so einen Babsack machen? Na? Ja, komm, wir machen einen Homer Simpson. Okay, also Bart, finde ich, passt ja dann eigentlich schon mal. Ja, genau, so ein etwas stärkerer 3-Tage-Bart. Mhm. Die Nase müsste dann aber eigentlich auch noch ein bisschen... So ein breiterer, ja. Ja, mach ruhig so eine richtige Kartoffel rein. So Krummbeerennase kann das ruhig sein, das ist egal. Du kannst ja noch irgendwas drehen. Ja, da darf er ruhig abgefragt aussehen, das ist absolute Thema. Ich meine, der Typ, der kommt ja aus dem Atombunker. Ja, komm, ein bisschen breiter darf die ruhig sein, das ist kein Problem. Der kommt aus dem Atombunker rausgekrochen, der darf ekelhaft aussehen. Ist das zu groß? Nee, deine Nase ist nicht zu groß. Er hat gerade eben gemeint, ist meine Nase zu groß? Niemals. Moment, dann machen wir es einfach ein bisschen kleiner. Ach, ist, Scheiße. Ganz ehrlich, so sieht es doch bei Homer Simpson aus. Weh, komm, der braucht einen Naserücken, sonst sieht er aus wie Enter. Das ist so hässlich. Ah, wie geht das nochmal? Habe ich das jetzt gemacht? Wow, Scheiße. Aha, ja, okay. Da. Wow, nicht so ein Höcker, aber ja, das ist in Ordnung. Ah, so ist wunderschön. Das ist so normal. Wunderschön. Das ist ja dein Schnabel. Ja, so ein bisschen. So eine süße Nase. Ah, ganz wichtig, Wangenknochen. Die Frau findet süß. Die Frau hat was für eine süße Nase. Ah. Sehr gut. Ja, die muss es ja sagen, sie ist mit dem verheiratet. Ja, wunderbar. Ich freue mich, ob sie dann angepasst wird, ob das dann so March wird oder ob das auch so gut, ist so Babsack ja wird. Egal. Ja, trotzdem. Spoiler. Ja, mein Gott, die ersten 10 Minuten. Spoiler! Wie auch immer. In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Er hat ja gerade gesagt, in dieses Gesicht habe ich mich verliebt. ich sollte dazu erklären, ich bin der einzigste von uns, der derzeit die Kopfhörer trägt, weil ansonsten wird jedes Störgeräusch hier vom Fernseher auf dem Mikro aufgenommen wäre. Und ich bin mir sicher, ihr wollt es mit Hallo, Echo, Echo, Echo hören. Von daher trage ich die Kopfhörer. Sie hat übrigens verzichtet. Das wäre nicht so, als ob ich es in Angebote hätte. Jetzt kommt gleich von ihr, sie hat mich hier entführt, ich muss hier Let's Plays machen. Hilfe, ich bin in einer chinesischen Glückskiste gefangen gehalten. Nicht mal Kopfhörer hat er mir angeboten. Ich glaube, Homer Simpson hat ja schon relativ breites, ne? Ja, der hat so grob schlechtiges Gesicht. Ich liebe dieses Gesicht. Kann man so lassen, ne? Ohren,
glaube, er hat ein bisschen kleinere. Ja. Komplett. Ja, so kleinerer. Ein bisschen abstehend vielleicht. Ach du Scheiße. Hoppala, falsche Richtung. Ja, okay, das ist in Ordnung. Ein bisschen abstehende. Alter, voll die Ratteohre. Oh, schöner Mann. Ja, konnte man, glaube ich, auch noch irgendwie vom Teil vom Ohr, Ohrmitte. Wie sah es denn bei dir aus, als du das erste Mal hier voll laut gespielt hast? Wie sah denn dein Charakter so, du aus? Ich habe die Frau genommen, Überraschung. Okay. Ich saß 2 Stunden. Ihr liebe Leid, eine Frau, die tatsächlich mal eine Frau spielt. Das ist auch selten. Ganz, ne? Selten. Das ist scheiße selten. Was meinst du, Schatz? Ja, Hafer müsste eigentlich noch anpassen, ne? Schön, okay. Was hat denn Homer Simpson? Ich glaube, der hat immer so braune Haare. Genau, in seiner Jugend hat er braune Haare gehabt. Ja, das ist dann so vor Lisa noch. Gerade haben sie nur Bart. Richtig. Das sieht ja eigentlich schon fast zu gut aus. Kann man denn noch irgendwie abgefragter machen von der Hautstruktur? Nee, das ist ja das Problem. Du kannst in Videospielen die Leute nicht hässlich machen. Ja, kann man irgendwie die Hautstruktur noch ändern, dass er irgendwie abgefragter und... Ich glaube, man kann Narben verpassen. Und verlebter aussieht. Man kann den Hals anpassen, okay. Irgendwas konnte man, glaube ich, machen. Sonnengebräune, irgendwas, dass er halt so verbraucht aussieht, ne? Finden wir bestimmt auch. Okay. Das sieht einfach nur aus wie zu lange im Solarium. Richtig. Ach du Liebe. Ja, okay. Ja. Wir wollten einen Homer und keinen Karl. Gibt es vielleicht irgendwie so was Gelbes? Gegerbt. Das hat ist so ein bisschen gelblich. Ja, das sehe ich, ne? Auch so, ja. Dann lassen wir doch so, T-Shirt, weiß, wunderbar. Beziehungsweise, gut, das juckt ja später im Spiel auch nicht mehr. Ja, richtig. Sonst noch irgendwas? Ja gut, lass man doch so. Ja, wir haben jetzt schon 1/4 Stunde herumgebastelt in etwa. Oh, okay. Einfach zurück mit annehmen. Hm. Okay, gucken wir mal. Erledigt auf Options. Oh jo. Super, da haben wir jetzt unseren Homer Simpson. Nee, du darfst ruhig. Du hast die Ehre, du bist hier Gast, du darfst als erster Spieler. Also sie ist gerade am Drücker. Wow. Geile Dusche und die Sau macht nicht mal die Dusch sauber. Ja, guck dann an, die Frau, die Dusch. Hm? Oh, da ist noch alles total fleckig und sauig. Was eine Wildsau. Das ist einfach nass. Na, das kann man auch Druckerei war. Ja, pff. Ich sehe auch schon irgendwas Kräuseliges, Drahtiges im Abfluss. Schisserle wäre nicht schlecht gewesen vor der Apokalypse, ne? Absolut. In South Park, die machen bestimmt auch noch bald so postapokalyptischen Shooter von South Park. Ja, wäre nicht schlecht. Auf das neue South Park-Spiel bin ich auch sehr gespannt. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare Bescheid geben, ob ich das neue South Park-Spiel auch noch spielen sollte. Da würde ich mich persönlich immer sehr drüber freuen. Da müsste ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Horror-Dinger und oh, ich brauche mal irgendwas Angenehmes, so wie Landwirtschaftssimulator oder sowas. Was? Kein Landwirtschaftssimulator? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ist doch das Top-Spiel aller Zeiten. Ja. Gell? Da lohnt sich doch jedes Let's Play dazu. Ja, super, super Kinderzimmer. Ich freue mich schon, ihm das Fahrrad beizubringen. Er babbelt irgendwas dazu. Ah, okay, ja. Gut, höre ich halt nicht. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Wieso liegst du auf dem Boden, Mr. Teddybär? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Boah, sieht eher aus wie ein kleiner Alien. Boah. Du kannst ja auch gerne nur in die Optionen reingehen und kannst schon mal auf Untertitel gehen. Das klingt doch... Einstellung, yo. Anzeige, Dialoguntertitel. Ja, okay, superbe. Hallo, zurück. Dann siehst du wenigstens auch, was du Sache ist. Winter noch. Aha. Du bist was special. Was er machen wird, wenn er erwachsen ist. Das kann ich dir doch nicht sagen. Hängt du Spinne am Wäschekorb? Ah, nee, okay. Das war nur irgendein Anhänger. Blast Radius. Oh Gott. Nicht mal Windle im Zimmer. Aber ein Spielball. Da lagen, glaube ich. Ah, da lagen Windler. Ja, das sind nur Handtücher. Ja, beziehungsweise hier ist doch ein Schrank. Okay, der Claire wird halt mit Handtüchern gewickelt. Ah, nicht schlecht. Vielleicht nicht so hygienisch, aber warum nicht? Trocken. Das soll Cotsworth erledigen. Ach Gott, der feine Herr. Was soll der Roboter erledigen? Richtig sauber werden soll.
Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Die. Ach, die bitte im Bad. Die glotzt auch die ganze Zeit nur Luftlöcher, oder? Ah, gute Morgen, Sir. Ihr Kaffee. Hä? 78,6 Grad Celsius? Ich glaube, da haben sie ein bisschen den Wert, naja. Ja, Fahrenheit ist auch mit Abstand eine von der dämlichsten Maßeinheiten überhaupt. War nicht das irgendwas zwischen Blut von einem, Wärmeblut von einem Pferd und kältester Punkt in Grönland? So irgendwas war es. Vielleicht ist ja auch ein bisschen Blut vom Pferd so da drin. Da weiß es ja nicht. Ein Thermometer oder wie? Sugar Bombs gibt es zum Frühstück. Ich muss aber schon sagen, Celsius ist ein bisschen, naja, ja, intelligenter. Celsius, richtig, genauso zwischen wie. Zwischen Gefrier- und Siedepunkt von Wasser. Ja, das ist mal wesentlich intelligenter. Holoband-Abspielgerät. Ich drücke X. Er mag mich. Das klingt aber nach einem Stinker. Ja, kann dann etwas nach einem Stinker klingen? Das geht. Das geht, ja, durchaus. Guck da mal den Preis des Erfolges, ah, Codesworth. Wobei ich dann, ne, Codesworth? Coca-Cola. Ach, wie scheiße. Okay. Ich wurde geliefert. Steak. Settle up Salisbury Steak. Ja, geil. Ich glaube, das ist das Einzige, wo nichts mit Atomkraft dran ist, oder? Sicher. Ja, das gute Steak von der Urankühe. Warum auch nicht? Mamba Jao. Geile Scheiße, oder? Na, 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 die dreckigen Kommunisten. Holsee. Wo sind die? Ja, rennen wir noch mit dem Vertreter. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, ne? Klingelt's gerade, ich höre nichts. Ja, ja, sie sagt ja hier. Da ist er ja schon, der eloquente Gentleman hier vor der Tür. Ich bin von der Gestapo. Sieht ein bisschen so aus, oder? Was wollen wir sagen? Voltec, guten Morgen. Kein Interesse. Rede weiter. Voltec? Voltec? Was war das? Alter, sieht der aus, der Typ. Und helfen Ihnen Ihre Zukunft. Voltec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Alter, so schmierig stimmt der Typ. Luxuriöse Unterkünfte, in denen genau. Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Oh, natürlich, Sie grundguter Mann. Glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Bla, bla, bla. Darf ich Ihnen vielleicht noch Ihr Essen vorkauen, wenn ich schon hier bin? Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, das sind sie. Oh ja. Ja, aber spitzfindig festgestellt. Ja, auf jeden Fall. So werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um zu teilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Wort zu erhalten. Wenn er noch weiter so Schleimspur zieht, dann rutscht er wirklich noch drauf aus, der Kerl. Das ist ja grässlich. Bin beschäftigt, genug Platz, klingt gut, verschwinde. Klingt gut. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Räusper. Für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss wow. Noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ah, jo. Sarkastisch? Sarkastisch. Das Ende der Welt? Na, endlich. Ja, das ist die richtige Einstellung. Na, ganz meine Meinung. Also dann. Okay. Name? Jetzt kommt Homer. Einfach nur Homer. Hallo. Hä? Nee, nee, das stand hier bei der Auswahl. Homer, jawohl. Machen wir das jetzt mit dem Insel... Also Intelligenz würde ich auf 1 lassen. Wir machen einen Trottel außen, ja. Das soll ein Dappschädel sein. Ich bin normalerweise bin ich immer sehr dafür, intelligente Charaktere zu erstellen. Bin ich dagegen? Richtig, nicht dagegen, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, gut, wenn wir jetzt hier Let's Play Together machen und sie kennt sich doch Claire ein bisschen besser aus als ich, von daher, wir machen irgend so einen inselbegabten Glücksritter. Vor allem meine Lieblingsfähigkeit muss rein. wir haben 21 Punkte Glück. Okay. Hauen wir dann auf 5, 6. Geht dann mehr als 6 oder wie ist das Höchste? 10. 10 ist Höchste, okay. Und dann 6 wäre dann also schon, 5, 6 wäre dann schon relativ hoch. Okay. Lass uns auf 6? Ja. Intelligenz, geben wir ihm 2 oder lass uns bei 1? Mir egal, du entscheidest. Mir auch.
Charisma ist uns auch nicht so wichtig. Ausdauer könnte noch recht wichtig sein. Ja. Und die Wahrnehmung ist vielleicht auch nicht so das Dümmste. Was sagst du? 4 ist in Ordnung. Okay. 4 reicht, Digga. Wahrnehmung, was gehen wir da? Beziehungsweise Stärke finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Ich bin nämlich so ein kleiner Zocker-Messi. Ja, das bin ich auch. Ich bin definitiv ein Inventar-Messi. Ja, also Stärke, was machen wir da? 4? 5? Machen wir 5. 5, ja. Wahrnehmung würde ich auch ein bisschen was reinhauen. Intelligenz, Charisma ist jetzt nicht so wichtig und Beweglichkeit vielleicht noch. Charisma weiß ich jetzt gar nicht mal. Hätte ich sogar mindestens eine 3 gegeben. Okay, dann machen wir 3, 3. Bei Wahrnehmung 3. Beweglichkeit können wir ja dann gerade den Rest oder... Ach komm, sind wir mal nett, ne? Okay, jetzt sind wir mal nett. Und der ganze Rest, den haue ich jetzt einfach mal auf Beweglichkeit. Wow, okay, doch so viel. Und noch ein bisschen weniger. Dann machen wir es mal 4 und dann noch einen auf Glück. Ah jo, komm, machen wir es so. Hau mal, Stärke 5, Wahrnehmung 3. Absoluter Dummkopf, aber er hat richtige Muckis und er hat scheiß viel Glück. Also es ist wirklich Homer Simpson, den wir hier vor uns haben. Wobei die Beweglichkeit für Homer Simpson vielleicht ein bisschen zu hoch wäre. Ja gut, aber mit niedriger Beweglichkeit schaffen wir es nicht lange im Spiel. Richtig, das sehe ich auch so. Man muss auch so an die eigenen Fähigkeiten denken. Annehmen? Annehmen, nehmen wir so. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ja, komm, halt's Maul. Gut. Danke nochmal. Dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram. Da ist eine Tür. Für dich und Sean. Da ist eine Tür, boah. Was ist drin? Gute Antwort. Trittleiter oder Klappstuhl, ja. Irgendwas hängt hier, ich komme da nicht so ganz dran. Siehst du, ein Klappstuhl. Sean ist gewickelt, aber er will... Die guten alten USA. Ach, die Levi-Zeit. Ja, komm. Dann gib mal halt einen Schluck Whisky. Sag wieder ruhig. Spielen mit. Hehe. Wow. Also. Das war mal väterliche Zuwendung vom Feinste, oder? Absolut. Der machen wir hier mal, übertreiben wir es mal und lassen uns das Mobile drehen, ne? Ach Gott, wer will denn du Vater des Jahres wäre? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Sarkastisch, immer Fernsehen, sarkastisch. Eigentlich wäre Fernsehen. Okay, machen wir Fernsehen. Es ist immerhin Homer. Ja. Auf keinen Fall. Alter, ist das ein Typ? Portsmouth, was ist los? Hä, wieso ist da jetzt die Tür zu? Wahrscheinlich, weil die es zugemacht hat. Wahrscheinlich. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint schon verbaut. Der Fernseher da so ein bisschen rum. Ja, das sah irgendwie aus wie Wasserschlierer oder sowas, ne? Ein bisschen. Das ist ja gerade die Best-Technik. Ich meine, wir sind zwar im Jahr 2077, aber die Technik ist immer noch so ein bisschen in den 50er Jahre hängen geblieben. Ja gut, das ist ja, glaube ich, eher so nach der Vorstellung der Zukunft der 50er Jahre. Ja, richtig. Das fand ich auch recht lustig. Meine Mutter liest Perry Rhodan und da war letztens auf dem Cover von dieser Zeitschrift war dann wirklich so ein Cotsworth. Da musst du wirklich lachen. Das sah wirklich 1:1 aus wie Cotsworth. Ja klar, das Spiel übernimmt ja natürlich auch diese ganze 50er Jahre Zukunftsvorstellungen und deswegen sieht das Design auch von Autos, von diverse Computer und so weiter halt auch wirklich wie 50er Jahre aus und die Leute hätten sich wirklich nie großartig entwickelt. Wenn wir jetzt mal sehen, wie konservativ die angezogen sind und wie die Leute wahrscheinlich 2077 wirklich dann angezogen sind, dann gibt es da wahrscheinlich sowas wie Klamottenspray oder sowas. Klamottenspray oder einfach nur ein Nippelsticker und Nüsse, das ist so mein Tipp. Sowohl für Männer als auch Frauen. Dann variiert man dann einfach nur bei den so, heute ziehe ich mal Sternchen an. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Ja, die sind so geil, diese Battle-Suits. Also fast so Exoskelette wäre ich definitiv irgendwann. Ich finde die großartig. Also die gefallen mal richtig gut. Das ist richtig freundlich. Und der sieht richtig badass aus, wenn er noch sowas trägt, oder? Was wird aus all den Leuten vor? Das kennt man tierisch gut, so Dinger. Ich finde diese Hubschrauber sehr cool. Ja, die gefallen mir auch ganz gut. Also es gibt hier sehr vieles bei der Technik gerade und beim militärischen Bereich, was mir bei Fallout 4 sehr gut gefällt. Und auch dieser Orden, der später noch kommt, ist ziemlich cool. In die Mitte. Okay, dann Filmsequenz. Pst.
fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Los, sofort runter damit! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Uah. Scheiße. Ja, deine andere hat jetzt nichts so großartig gebraucht, dass die Achia-Ticket reserviert gehabt haben. Ja, man sieht mal so eine Kleinstadt, die wahrscheinlich locker 100 Mann hat und so 6-7 kommen dann in den Vault. Klasse. Ja, vor allem noch toller, wenn man dann noch sieht, wie die Atombombe fällt und alles vor die Hunde geht. Geschafft. Die sehen doch glücklich aus. Ne? Oh ja, vor allem hier der Nevedra hier. Hallo. Nicht die, sondern der Mister dazu anscheinend. Da hier, der Mister Whitefield. Oh, der sieht auch ganz toll aus. Das hätten wir unseren Charakter eigentlich auch erstellen können. Nee, das ist so ein Durchschnittstyp, den vergisst man sofort wieder. Hey. Oh mein Gott. Die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Entschuldigung. Dieser Aufzug. So langsam. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Willst du mal? An der Stelle würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir machen hier unseren Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder zu Let's Play Together Fallout 4 Uf, Pelzig und Hochdeutsch. Bis dahin, machen's gut, die erste Sequenz haben wir durch und in der nächsten Episode werden wir auch nicht so viel Zeit verschwenden mit Charaktererstellung. Da können wir auch ein bisschen mehr Spiel machen. Also vielen Dank dafür und gebt doch gerade mal Bescheid in den Kommentaren, wie es euch so gefallen hat. Und ob ihr das unbedingt weiterverfolgt haben wollt. Ob ihr sehen wollt, wie wir ganz Fallout hier durchfailen als Glücksritter Homer Simpson in Spe. Also macht's gut, bis dahin. Euer Yankee. Was? Und du darfst auch tschüss sagen. Tschüss. Alles klar, macht's gut, ihr liebe Leute. Bis zur nächsten Episode.